Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu DayZ. Und zwar spielen wir diesmal die Version 062 Experimental, die unstabile Version. Und meine Güte, das Gras sieht ja schon mal mega geil aus. Boah. Also es sieht auf jeden Fall schon richtig, richtig geil aus, finde ich. Diesmal bin ich alleine hier. Der Große, der ist diesmal nicht dabei. Der hatte keine Lust mehr. Der ist noch abgefuckt vom letzten Mal. Ich weiß immer noch nicht, welche hier Bärenbäume sind und welche nicht. So, erstmal umsehen. Sehen wir dort hinten noch Städte? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Ich könnte jetzt dort Richtung Küste gehen. Moment. Nee. Ich könnte Richtung Küste gehen, dann dort weiterlaufen bis zur nächsten Stadt, aber ich glaube, ich laufe einfach direkt mal in die Landesmitte. Um zu sehen, ob ich gleich ja jetzt gleich schon eine Stadt finde und dann einfach schon mal ein bisschen besser ausgerüstet bin. Auf jeden Fall sollte ich als allererstes mal nach Steinen suchen. Ah, da oben ist wieder diese Anzeige. Health Blood. Body Temperature. Das könnte eigentlich auch beim normalen DayZ sein, finde ich. Das fand ich immer sehr schön, eigentlich. So, hier kann ich nicht Search for Rocks machen, oder? Nee, anscheinend nicht. Mist. Na gut. Ich gehe einfach mal weiter nach da oben. Da hinten sehe ich doch schon was. Das sieht aus wie ein Dach. Vielleicht lässt sich da ja schon was Gutes finden. Okay, also es sieht jetzt schon mal eindeutig geiler aus als das normale DayZ. Die Unstable, die Experimental. Das gefällt mir echt gut. Hat sich beim Gras gerade die Farbe gewechselt? Es sieht auf jeden Fall schon mal um einiges schöner aus. Ich weiß nicht, was es noch so für Änderungen gibt. Ich starte mit einem Rack. Da oben scheint irgendwie eine Farm oder so zu sein. Das Problem ist, ich habe noch kein Steinmesser. Das ist ein bisschen blöd, wenn jetzt gleich schon Infizierte hier rumlaufen. Bären, Bären? Nein. Ich sehe hier auch noch keine Infizierten, darüber bin ich ein bisschen froh. Ja, jetzt finde ich einfach direkt eine Axt da in dem Häuschen und dann ist gut. Das wäre es natürlich, aber so ein Glück habe ich eher nie. Habe ich nie. Hier kann ich auch keine Steine finden. Hier ist nirgendwo steiniger Untergrund. Und da kann ich gar nicht rein. Boah, dass das Bild so verschwimmt, wenn ich mich umsehe, ist aber auch hart. Oh, hier liegt hier echt nichts. Boah, Moment, kann ich hier... Field of View. Video, Rotation Blur ist das doch, oder? Ich mach das mal kurz runter. Apply. Ah ja, genau. Das finde ich dann doch ein bisschen anstrengend. Ich nehme das mal in die Hand, dann haue ich halt eben damit zu, solange ich noch nichts habe. Vögelchen, habe ich gehört. Das ist schön. Das sind noch mehr Häuser. Oh. Das ist ein Spieler. Alles klar, ich gehe einfach mal weiter. Stört mich nicht. Ah ne, komm, weißt du was? Ich pflücke hier auch lieber nochmal Äpfel. Oh.
Ich denke mal, da habe ich Glück gehabt, dass er jetzt auf den anderen losgerannt ist, oder? Noch nichts gefunden. Bisschen umsehen noch. Dass da direkt ein Infizierter kam, da habe ich gerade schon ein bisschen Schiss bekommen. Da bin ich froh, dass er auf den anderen los ist. Vögelgeräusche gefallen mir. Auch wenn es nicht gerade die besten sind, also ein paar schönere, sehe ich schon, Krähen fehlen noch. Krähen und Raben. Okay, ich esse jetzt erstmal einen, nur mich ein bisschen gut zu halten, aber bevor ich jetzt nach weiteren Äpfeln suche, möchte ich etwas zur Verteidigung haben. Logischerweise, guck, da hinten läuft ja nämlich schon wieder einer. Ohne Verteidigung machst du hier halt einfach nichts. Das kann ich jetzt auch noch nicht so zerreißen. Ich habe ja noch keine Klinge. Das ist ein bisschen blöd. Also ich hätte vielleicht doch am Start erstmal mir ein Steinmesser holen sollen. Jetzt bin ich hier. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig hier, wo ich bin. Ach du Scheiße. Das ist mehr als nur ein bisschen ungünstig. Schade, dass ich mir da nicht ein bisschen Holz nehmen kann. Ah, ich brauche einen steinigen Untergrund. Boah, der läuft dort so unangenehm. Ich glaube, ich werde mich jetzt doch erstmal mit Äpfeln vollstopfen. Äpfeln vollstopfen und dann laufen, bis ich was Ordentliches finde. Und wieder mal ein bisschen umsehen. Der Spieler, der scheint einfach abgehauen zu sein. Ah, das ist echt ein Problem. Mit den Äpfeln pflücken, das dauert einfach viel zu lange, bis man da mal einen ordentlichen Status erreicht hat. Ich glaube, ich werde jetzt gleich einfach mal einen Cut machen. Und dann schneide ich einfach wieder hin, wenn ich mit dem Äpfelpflücken fertig bin und es richtig weitergehen kann. Ja, mache ich so. Ich mache jetzt einfach einen Cut und dann sehen wir uns gleich nach dem Äpfelpflücken.